ein großer geht, liebe Zuschauer, und 55.000 erweisen ihm ihre Referenz. Damit herzlich willkommen im Müngersdorfer Stadion in Köln. Dreimal nimmt Toni Schumacher Abschied aus dem Tor, das für ihn auch immer gleichzeitig eine Bühne gewesen ist. Izmir, Istanbul und jetzt eben in Köln. Aber genau dieses dreifache Finale signalisiert vielleicht auch die Ausnahmestellung des Harald S. im deutschen Fußball. Er war nie ein stromlinienförmiger. Im Gegenteil, er hatte Ecken und Kanten, er hat sich oft gerieben und darum war er auch sicherlich umstritten. Aber genau das macht auch einen Gutteil der Ausstrahlung des Toni Schumacher aus. In rund 5 Minuten wird er mit seinem Top-Team gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen. Zuvor aber für Sie zu Hause Stationen einer Karriere. Zwei Freunde erinnern sich, Toni und Ditti, der mehr war als nur ein Weggefährte von Harald Schumacher. Ja, Toni, jetzt ist es soweit. Abschiedsspiel. Du hast auch beim FC mit 18 Jahren angefangen, genau wie ich. Bist Meister geworden, 2-mal Pokalsieger ohne mich, 1-mal sogar mit mir. Das war übrigens mein einziger Titel. Jedenfalls war es eine ganz tolle Zeit und ich möchte diese Zeit nicht missen. Das ist leider Gottes zu Ende. Das ist so. Du kommst auch noch dran. Ja, das weiß ich. Ja, lass uns doch mal so ein paar Stationen durchgehen. Ich würde sagen, danach kam diese ganz verzwickte Weltmeisterschaft 1982. Battiston Zusammenstoß. Elfmeterschießen. Ja, und das hat also dann noch nur zur Vizemeisterschaft gereicht. Ich glaube, das war auch, da war auch nicht mehr drin. Die Italiener haben uns im Endspiel klar im Griff gehabt. Dann kam Franz und dann ging es eigentlich wieder etwas bergauf. Wir haben dann 86 die Weltmeisterschaft gespielt und Ich bin bis ins Finale gekommen und da war ich ja nicht mehr dabei. Im Finale hat der Toni war zwar anwesend, aber nicht mitgespielt. Aber er hat nicht so sehr durch positive Aktionen geglänzt. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, du hast uns vorher bis ins Finale gebracht durch deine tollen Aktionen. Und dann kam Anpfiff. Dann kam Anpfiff, ja. Und Abpfiff gleichzeitig. Abpfiff gleichzeitig, eigentlich nicht so sehr von dir beabsichtigt. Nee. Aber es sind ein paar Dinge angesprochen worden, die zu denen du heute noch stehst, die auch für sehr viel Furore gesorgt haben. Und was ich halt schade fand, dein Ausschluss aus der Nationalmannschaft. Und ich glaube, noch härter hatte ich den Ausschluss aus dem 1. FC Köln getroffen. Und da hätte man vielleicht ein bisschen bedachter reagieren können. Du hast aber dann nichtsdestotrotz wieder mit dem Fußballspielen weitergemacht. Bis dann Farben getauscht, wieder blau-weiß gegangen. Von rot-weiß zu blau-weiß. 1988, Schalke 04. Und dann haben wir noch 3 Jahre, ich glaube, die waren sehr, sehr toll für dich, ja. in der Türkei mit dem fußballbegeisterten Publikum bei Fenerbahce. Dann kommt das Sahnetüpfelchen noch. Ja, dann kommt das. Nachdem keiner mehr mit mir gerechnet hat. Ja, dann hast du noch mal, das hat mich eigentlich sehr, sehr überrascht, 8 Spiele bei Bayern München gemacht. Ich glaube, auch da hast du noch mal was ganz anderes kennengelernt. Ja, vor allen Dingen habe ich, das weißt du vielleicht nicht, aber in meinem Vertrag schreiben lassen, dass wenn es gegen den 1. FC Köln geht, ich nicht spielen muss. In meiner Karriere warst du einzigartig. Und jetzt bist du wieder da, wo du hingehörst, am Kölner Dom, wo alle Kölner dich haben wollen. Du bist eine Kölsche Jung und davon kannst du ein Lied von singen. Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Er ist eine Kölsche Jung und Etienne lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht. Nehm ich den brav. Uns Lieblingswörtchen heißt Kölle. Allah. Tschüss, Toni. 3 Originale in einem Filmbericht und Jürgen Bergner hat für die fernsehgerechte Aufarbeitung gesorgt. Die Mannschaften laufen gerade ein. Ich will Ihnen aber noch ganz schnell erzählen, dass ich Toni Schumacher heute Nachmittag noch im Hotel getroffen habe. Und er hat mir gesagt, er hat ein bisschen Angst vor seinem Abschied, denn so ein letzter Auftritt hat doch noch etwas Endgültiges. Auf der anderen Seite aber ist der Abschied auch eine Rückkehr nach Köln. Und alle wollen ihm dabei helfen. 2 hochkarätige Teams treffen aufeinander. Gerd Rubenbauer und Karl-Heinz Rummenigge werden Sie gleich vorstellen. Und Paul Zander hat die Bildregie. Ja, danke Jörg. Zum ersten Mal schweift unser Blick über diese beiden Teams. Es fehlt nur noch einer. Da ist er, Toni Schumacher, der Star des heutigen Abends. Zu seinem Abschied
von einem Fenerbahçe-Fan, also einem türkischen Fußballfan, gemacht. Dieses Plakat und eine Fahne, die wir noch sehen werden, waren bei allen Abschiedsspielen. Es ist ja nicht das erste, das der Toni heute Abend bestreitet, bei denen in der Türkei schon mit dabei. Zum letzten Mal im Stadion Köln-Müngersdorf, Toni Schumacher! Kalle, weil wir ihn eigentlich ganz gut kennen, den Toni, wissen wir genau. Ich glaube, die erste Träne, die hat er jetzt schon runtergeschluckt, als er hier ins Stadion einlief. Es lief ihm mit Sicherheit. Denn er ist ja genau der Typ dafür, schon der erste kalte Schauer über den Rücken. Aber ich glaube, obwohl der Karl-Heinz Rummenigge ja nie ein solches Abschiedsspiel bestreiten konnte gegen eine deutsche Fußballnationalmannschaft, das sind Momente, die sie sehr gut kennen. Ja, man sieht jetzt an dem Gesicht von Toni eigentlich schon ziemlich klar, es geht ziemlich ernst. Der Toni ist eigentlich ein ganz lustiger Mensch, der, wie man jetzt sieht, schon ein bisschen mit sich kämpft. Also ich glaube, jetzt geht es noch. Schlimmer wird es eigentlich dann sein, wenn in der zweiten Halbzeit wirklich die Handschuhe, wie es so schön heißt, an den Nagel hängt. Denn dann merkt man erst, dass es wirklich was Endgültiges ist. Jetzt ist es ein Spiel, auf das er sich noch freut. Und ich finde es toll, dass so viele Zuschauer hier gekommen sind. Denn es sind ja runde 50.000 hier, die ihm hier zum letzten Mal die Ehre erteilen. Und das ist sicherlich ein Spiel, das er absolut verdient auch. Eingeblendet sehen Sie die deutsche Fußballnationalmannschaft, die in der ersten Halbzeit aufs Feld geschickt wird. Und der Name, der gerade aufleuchtete, mit der Nummer 4, Christian Wörns, mit 19 Jahren von Bayer Leverkusen. Der junge Bursche soll durchspielen, 90 Minuten lang, und ist auch, dazu später noch ein paar Worte mehr, bereits heißer Kandidat auf sein erstes Länderspiel demnächst in Prag gegen die Tschechoslowakei. Das ist die Mannschaft, Tonis Top-Team genannt, bewusst nicht aus internationalen Stars zusammengestellt, sondern aus den Vereinen, für die Toni Schumacher gespielt hat. Betreut von Franz Beckenbauer in der ersten Halbzeit mit dem Kölner und Schalker Block, in der zweiten Halbzeit dann mit dem Bayern Block und gemixt in beiden Halbzeiten mit türkischen Spielern, dieses Mal nicht von Fenerbahçe, die konnten nicht kommen, sondern von Galatasaray. Berti Vogt, er sagte, ich freue mich auf dieses Spiel. Wir wollen aber nicht nur Jux und Tollerei, sondern wir wollen auch ein paar interessante Aspekte mit Blick Richtung Europameisterschaft gewinnen. Bei der deutschen Nationalmannschaft, die ist rasch noch vorneweg, nicht mit dabei. Wegen einer Knieverletzung, er hatte Blut im Knie. Heute stellte sich bei einer näheren Untersuchung heraus, er muss 10 Tage pausieren, fällt auch für das Tschechoslowakei-Länderspiel in Prag aus. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Lothar Matthäus, der dennoch hier ist. Genauso wegen Verletzungen nicht mit dabei, Jürgen Klinsmann, Thomas Doll und Karl-Heinz Riedle. Und unabkömmlich, weil sie in Italien im Pokal gegen den AC Mailand mit Juventus Turin spielen, Jürgen Kohler und Stefan Reuter. Das ist schon mal der erste Kölner, den Sie sehen, mit Frank Greiner. Eigentlich ein Franke, nach wie vor mit engen Bindungen nach Coburg. Das ist allerdings eine typische Aufstellung, würde ich sagen, à la Franz Beckenbauer. Erstmal Safety first, erstmal auf Deckung spielen, aber das passt dem Toni. Denn der Toni hat ein bisschen Angst, dass er hier die Kiste, wie man so schön sagt, vollgehauen bekommt. Und das wäre nicht so gut für ihn hier bei seinem letzten Spiel. Am Ball, der Michael Fronzek hat sich besonders gefreut, dass er als Belohnung für die zuletzt unglaublich konstanten Leistungen beim VfB Stuttgart noch in diese Mannschaft heute Abend gerutscht ist. Schließlich hat er Toni Schumacher, deshalb hat er ihn besonders herzlich begrüßt. Auch das erste Länderspiel, immerhin hat der Fronzek 16 bestritten, von Fronzek mitgemacht und ihn dort gut betreut. Thomas Sessler und Rudi Völler.
Und der Mann, von dem wir heute Abend eine Menge erwarten, Ulf Kirsten. Das alternative Duo spielt heute vorne mit Kirsten und mit Thom. Wobei Thom ja die Position bekleidet hinter den beiden Spitzen Völler und Kirsten, die auch in Zukunft vielleicht für ihn interessant werden könnte, hinter den beiden Stürmern. Hier ist am Ball. Herbert Neumann links und Franz Beckenbauer, die beiden Coaches. Ohne Assistent macht es der Franz ja nie. Es war ein Weggefährte weitestgehend vom Toni und die arbeiten ja auch zusammen in der Agentur, in der Toni in der Zukunft der tätig ist, beim Rüdiger Schmitz. Sind mehr oder weniger jetzt Arbeitskollegen wiederum. Und Kollege, arbeitstechnisch, der Mann, der eben am Ball war, in Zukunft von Vizepräsident Karl-Heinz Rummenigge, nämlich Markus Schupp, der im nächsten Jahr bei Bayern spielen wird. Ja, der Berti Vogts gibt einigen Spielern, wie zum Beispiel der Markus Schupp oder der Michael Fronzig heute Abend wieder die Gelegenheit, ganz einfach nach einer gewissen Zeit diese Luft hier in der Nationalmannschaft zu schnuppern. Und das ist ganz gut so. Die Nationalmannschaft hat ja viele Verletzungsprobleme im Moment und deshalb ist es umso besser zu wissen, dass die Mannschaft über einen großen Kader verfügt. Matthias Sammer für dieses Spiel bestens motiviert, zuletzt in prächtiger Verfassung gegen den 1. FC Nürnberg. Oh, ein solches Tor, Kalle, muss er ausgerechnet kassieren, der Toni. Da wird er sauer sein, weil ich kann mich noch genau erinnern, wann immer er ein Tor in der Nationalmannschaft gekriegt hat, er war stocksauer, auch wenn wir 4-1 gewonnen haben. Und wenn er dann noch wie jetzt hier... Wie der Völler da gestrahlt hat, als er abgedreht hat von Toni Schumacher, richtig hämisch. Und er kriegt ihn genau durch die Beine. Ach, tut mir richtig weh, das hier. Aber das liegt natürlich an seinen Knien. Er hat natürlich Knie, ich würde sagen, die sind alles andere als jungfräulich. Heute Mittag hat er zu meiner Frau noch gesagt, er bräuchte ihre Knie, dann wird er noch 5 Jahre spielen. Ulf Kirsten, den wird das nicht kümmern. Dabei haben viele... Im Gegensatz zu Reinhard Saftig an den Kopfballqualitäten von Kirsten gezweifelt. Das ist einer der Türken, Selçuk von Galatasaray. Am Ball von den Dreien der Rechte, Henrik Andersen. Kölner Freistoß könnte das werden, zusammen mit Pierre Littbarski. Und nicht zu vergessen, zwar ein bisschen in der Totalen, aber in der Mitte dieses Trios, Bernd Schuster von Atletico Madrid. Ja, ich glaube, der Henrik Andersen wird schießen, Linksfuß. Ist von da aus sicherlich auch die... Denkste. Aber hätte besser geschossen. Früher eine Spezialität von Toni Schumacher, die präzisen Abwürfe, damals noch ein kleines bisschen weiter als heute Abend. Er hat manchen Angriff damit sogar eingeleitet, über die Mittellinie werfen können, das war gigantisch. Libero Günther Güttler, der sicherlich nichts mehr sportlich mit Toni Schumacher zu tun hatte, aber eben von der Mannschaft kommt, für die der Toni noch eine Saison gespielt hat, von Schalke 04. Ja, man sieht schon, die Nationalmannschaft geht drauf. Also die machen da wirklich kein Spielchen mit, sondern die spielen voll motiviert. Jeder wahrscheinlich auch im Hinterkopf, ganz einfach. Diese Europameisterschaft, die ja ein wenig in 2 Monaten, als in 2 Monaten stattfindet. Und da will keiner den Platz verlieren. Thank you.
Berti Vogt sagte zu Recht vorher, das ist eine Gratwanderung für uns heute Abend. Nehmen wir die ganze Sache nicht ernst, machen ein bisschen Spaß und Gaudi, verlieren dann unter Umständen, heißt es eine blamable Vorstellung der Nationalmannschaft. Machen wir ernst, hauen dem Toni den Kasten voll, heißt es, wir würden keinen Spaß verstehen. Also, so in der Mitte sollte das Ganze heute Abend anzusiedeln sein. Am Ball bei Tonis Top-Team, einer, auf den er sich besonders freute, Hans-Peter Lehnhoff aus Antwerpen. Er hat lange Zeit mit dem hier beim FC Köln zusammengespielt. Ist ein guter Spieler, schneller, zügiger Spieler, technisch ganz gut. Ja, unzweifelhaft auch ein Spieler, der in der Bundesliga nach wie vor noch ganz gut aussehen würde. Ja, und es gibt Bernd Schuster-Sprechchöre hier im Köln-Müngersdorfer Stadion. Neben Rudi, Rudi rufen natürlich für Völler. Und Pierre Littbarski, den wir natürlich auch gerne in der zweiten Halbzeit hier mal in die Kabine geholt hätten, um so die eine oder andere Anekdote, hat das ja so wunderbar gemacht, zur Einleitung des heutigen Abends zu erzählen. Aber wir haben gemerkt, er will 90 Minuten spielen, um vielleicht noch sich zu empfehlen für die Europameisterschaft. Ja, nachdem wir den Litti groß im Bild haben, es gibt auch eine nette Geschichte von Toni Schumacher zu Pierre Littbarski. Wie haben sich die beiden kennengelernt? Wie war das früher? Schauen wir uns vielleicht ganz schnell mal an. Machen wir später. Auch recht. Diese Art und Weise haben wir wenigstens den Freistoß nicht versäumt. Carsten Baumann und Henrik Andersen im Zusammenspiel. Zwei Spieler vom 1. FC Köln. In engster Manndeckung bei Frank Reiner. Die Kölner Lieblinge alle schon mal akustisch akklamiert. Das galt eben, wie Sie sicherlich haben hören können, Pierre Littbarski. Tja, jetzt kommt genau das, was ich eben angesprochen habe. Litti für Deutschland. Bei dem, der eben am Ball war, gilt das leider, muss ich sagen, nicht mehr. Bernd Schuster. Ja, der Litti möchte mit unbedingt. Es wäre sein sechstes Turnier. Zwei Europameisterschaften hat er gespielt, drei Weltmeisterschaften. Und wäre natürlich schon ganz gut. Und er ist ziemlich heiß drauf, sogar mitzukommen. Und er sagt, bis zum letzten Tag hofft er, spielt er. Und in der Bundesliga ist er in einer guten Verfassung, muss man sagen. Vielleicht hat er das Glück, dass er noch auf den Zug aufspringt. Tja, nachdem der Rudi Völler eben vorher so schallend lachte und geglaubt hat, der Toni hätte das nicht gesehen, als der Ball durch die Beine von Toni Schumacher kullerte, galt dieses Zwiegespräch eben dieser Szene. Schumacher meinte wohl, siehste, ich kann doch noch einige Bälle auch festhalten. Essler, Spieler mit den meisten Ballkontakten. Das gebührt ihm auch im Köln-Müngersdorfer Stadion seiner früheren Wirkungsstätte. Genauso wie Hans-Peter Lehnhoff. Bent Christensen wird auch mal mit ins Spiel mit einbezogen. Wird er ja derzeit in Schalke nicht. Dann zieht Ristic Senscheid und Mihailovic vor. Tja, Fronzek mit bangen Blicken
zum Schiedsrichter, zu Karl-Josef Assenmacher. Ja, vor kurzem hat er in München da eine ähnliche Situation, Elfmeter gegeben gegen den FC Bayern. Er zeigt schon ganz gerne auf den Punkt, aber war keiner. Nicht unbedingt, also ich hätte ihn nicht gegeben. Fronzek und Selçuk. Und Bernd Schuster ließ sich leider gestern nicht in dem Hotel blicken, in dem die sonstigen Spieler von Tonis Top-Team zu Hause sind hier in Köln. War auch nicht beim heutigen Vormittagstraining, zum Leidwesen von Franz Beckenbauer, der da selbst mitgemacht hat. Aber zum Spiel war er pünktlich da. Ein klares Foul, aber nicht bösartig unbedingt von Fronzek. Aber eine gute Entfernung. So 22, 21 Meter hat der Bernd Schuster schon das ein oder andere Tor erzielt. Er wird abgefälscht. War auch ein historisches Treffen, Franz Beckenbauer und Bernd Schuster. Hat sich ja nicht die allerfreundlichsten Worte von Bernd Schuster an die Adresse des Kaisers gegeben. Ja, die beiden hatten 86 vor der Weltmeisterschaft in Mexiko so einige Problemchen. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt heute, um auch in der Richtung das auszutreiben. Toni hat ja vor, mehr oder weniger zum Abschluss seiner Karriere mit allen, mit denen er mal so das ein oder andere Gefecht ausgetragen hat, Frieden zu schließen. Und das ist auch gut so. Einfaches Motto, aus den alten Feinden sollen neue Freunde werden. Das ist der Jürgen Luginger von Schalke 04, hat ja auch schon in Düsseldorf und Leverkusen gespielt. Eigentlich aus Ergolding in der Nähe von Augsburg stammend. Früher mal ein Löwe, ein 60er also. War schon eher faul als vorher. Aber ich glaube, er hat einen guten Tag heute, Herr Assenmacher. Mag er nicht unbedingt. Zentrale Figur in Tonis Top-Team, so muss es auch sein. Bernd Schuster. Gut gedacht von Christen, da nur keiner leider mitgelaufen. Mal zur Abwechslung kurzweiliger Freistoß in Richtung des anderen Tores. Ganz nett. Manni Binz. Ist natürlich ein Spiel, wo man auch mal das ein oder andere ausprobieren kann und sicherlich auch wird. Und egal ob Freistoßtricks oder taktische Manöver hier, wenn nicht heute, wann dann? Ich denke, Berti Vogts wird das sicherlich ähnlich auch so handhaben. Vier Mann denken, einer schießt, Hessler. Das hat er gesehen. Da kenne ich ihn, Toni, gut. Da zieht er dann die Hand zurück, damit er bloß keine Ecke riskiert.
Ja, und immer wieder Hässler. Gut ins Spiel gebracht von Kirsten. Tja, und Völler. Das kleine Privatduell zwischen Schumacher und Rudi Völler setzt sich auf numerische Art und Weise fort. Der zweite Treffer für die Nationalmannschaft. Aber nicht so besonders gut ausgesehen, aber das sei ihm verziehen heute Abend. Für die deutsche Nationalmannschaft. Der Kalle gerade wieder befreundet mit Toni, riskiert keine Käse Lippe und schon gar keine Kritik. Naja, ich meine, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste und ich glaube, kein Mensch war mehr verletzt als dieser Toni Schumacher. Ich glaube, es gibt nichts, was bei dem nicht kaputt war. Er hat alle 10 Finger gebrochen gehabt, Rippen, Nasenbein und von den Knien wage ich gar nicht erst zu sprechen. War allerdings auch eine sehr, sehr schöne römische Zusammenarbeit zwischen Hässler und seinem Clubkameraden Toni und Rudi Völler. Sah so ein bisschen aus wie im Mexiko-Finale gegen Argentinien. Naja, da ist er leider auch da vorbei. Aber da hat er ja vorher eben gesagt in diesem Filmbericht, dass er da gar nicht mitgespielt hat. Ich glaube, das ist das Spiel, was ihm im Nachhinein am meisten wurmt, weil er hat vorher ein fantastisches Turnier gespielt und abseits zum Glück jetzt hier. So ein fantastisches Turnier gespielt, muss ich sagen, und dann leider im Endspiel bei so 2-3 Situationen Blackout gehabt und eben speziell bei diesem 1-0. Und ich glaube, da ärgert er sich bis ans Lebensende über dieses Spiel. Ist ihm heute Abend selbstverständlich alles verziehen und kleine Reminiszenzen heute während dieses Spiels, was ja kein übliches Match ist, seien uns sicherlich auch nachgesehen. Vernünftige Weise lässt der Frank Rainer jetzt Völler Völler sein. Spielt ja in Köln ohnehin lieber im defensiven Mittelfeld. Die römische Seite mit Hässler und mit Völler. Rudi Völler, der uns erzählt hat noch gestern Abend, ich komme wieder, ich merke das, wird von Tag zu Tag wieder besser. So ein kleines Tief, der Rudi, im Moment körperliches Tief. Gestern ist er ja 32 Jahre alt geworden und das ist klar, der Rudi hat keine Winterpause gehabt in Italien und irgendwann macht sich das bei ihm oder eigentlich bei jedem, unabhängig vom Alter, bemerkbar und deshalb vielleicht auch im Moment unsere Italien-Legionäre etwas in der Kritik, weil sie ganz einfach müde, kaputt sind. Aber ich glaube, das ist kein großes Problem. Wunderschöner Pass hier. Pierre Littbarski, weil du gerade die Geburtstage angesprochen hast, auch er hat in 2 Tagen Geburtstag, wird 32 und was sind die tollen Tage in Köln gegen die, die es derzeit gibt. Heute Abschied Schumacher, übermorgen Geburtstag Littbarski, also die Nächte und die Tage gehen dann nahtlos ineinander über. Er spielt wirklich so einen halben verkappten rechten Verteidiger, der Markus Schupp. Das ist sicherlich auch eine neue Position für ihn, taktisch gesehen. Wattenscheid spielt er ja Mittelfeld. Bei uns soll er eigentlich Bayern München im nächsten Jahr sogar mehr offensiv denn defensiv im Mittelfeld spielen. Durchaus eine zentrale Rolle dort spielen. Andreas Thom wird sicherlich in Prag von Beginn an eine Chance erhalten. Linke Seite heute mit Fronzek und mit Brehme am Ball.
weil gerade die Variante von Berti Vogts im Moment erprobt wird. Fronzek als Manndecker, das kann er ja auch. Hat er in Stuttgart, was die Vielseitigkeit betrifft, eine Menge dazugelernt gegen Christensen. Ja, Berti Vogt spielt ja mit zwei Manndeckern. Im Normalfall Buchwald, Kohler, diese zentralen Leute. Dann kann er sich es erlauben, eigentlich mit zwei offensiv eingestellten Verteidigern anzutreten. Und das praktiziert er ja auch, entweder mit Reuter, Bremer oder eben Alternativen, Schupp oder wer auch immer da möglich ist, Fronzek vielleicht als Linker. Tja, Blick auf Lothar Matthäus. Derzeit sauer auf seinen Coach. Dazu sicherlich in der Halbzeitpause ein paar Worte mehr bei Inter. Aber er wollte unbedingt dabei sein. Genauso, nachdem wir hier den Blick auf Frau Beckenbauer und Frau Schumacher werfen dürfen. Genauso wie Lothar Matthäus in Prag mit dabei sein wird, auch wenn er dort nicht spielen wird. Ja, die Nationalmannschaft ist sicherlich für ihn momentan sowas wie so ein Hort der Geborgenheit, nachdem es bei Inter Mailand ganz schön zugeht. Das muss man klipp und klar so sagen. Da ist natürlich momentan alles möglich, wenn man so den Zeitungen etwas Glauben schenken darf. Und da ist die Planung für die neue Saison bei Inter Mailand noch völlig offen, noch ein großes Fragezeichen in jeder Richtung. Abwurf natürlich zu seinem engsten Freund, zu Pierre Lipaski. Tja, der Andersen spielt Kess und Frech heute Abend. Wieder mit immensem Selbstbewusstsein, nachdem sie ja monatelang in Köln gar nicht so gut lief. Aber unter Jörg Berger scheint er wieder die nötige Ruhe gefunden zu haben. Eines muss man noch hinzufügen, aus Hürth, also schon deshalb aus landsmannschaftlicher Verbundenheit, heute als Schiedsrichter erste Wahl bei Toni Schumacher. Tja, Hans-Peter Lehnhoff, sahen wir da eben. Ich weiß nicht, wie weit die Regie vorbereitet ist, dass wir erfahren können, warum ihn der Toni geholt hat. Ich warne euch mal vor, vielleicht sprechen wir ihn demnächst wieder an. Ja, hier haben wir ihn im Bild. Warum hat ihn der Toni heute Abend eingeladen? Er ist einer gewesen, der immer zu mir gehalten hat. Auch damals, als ich ganz schwere Zeit zu überstehen hatte. Der ist dann immer dann mit dem Toni Baffe, mit dem farbigen, der bei Düsseldorf spielt, vorbeigekommen montags. Da sind wir zu drei Perser gefahren, die haben einen Kaffee. Und da haben wir so einige Sorgen weggeschluckt. Also da werde ich auch nie vergessen, das war eine tolle Zeit. Ja, doch ganz nett funktioniert. Sie merken, meine Damen und Herren, auch die ARD lässt sich gelegentlich was Neues einfallen, was die Fußballberichterstattung betrifft. Auch wenn es erst im dritten Anlauf heute Abend geklappt hat, aber in der Folge wird es funktionieren, das verspreche ich Ihnen. Der Kalle hat die rechte Seite angesprochen. Dort sucht Berti Vogts ja noch eine Alternative zu Stefan Reuter. Schupp ist vielleicht eine, die zweite könnte, denn er kann nicht nur Manndecker, so wie heute Abend spielen, Christian Wörns sein. Ja, Berti Vogts sucht allerdings in erster Linie einen wirklich offensiv ausgerichteten Mann, der dem Spiel nach vorne schon Impulse verleiten kann, weil er hat zwei Manndecker, zwei sehr, sehr gute Manndecker mit Buchwald, mit Kohler, und da können die beiden wirklich marschieren.
und sollen auch marschieren, um nach vorne Offensivkraft zu bringen. Aber Buchwald, Kohler, Beiersdorfer, allesamt mit Verletzungsproblemen in letzter Zeit oder im Moment sogar noch. Und deshalb voraussichtlich Wörns erste Wahl gegen die Tschechoslowakei. Naja, ich habe mit dem Franz Beckenbauer gesprochen vor dem Spiel. Ich bin mit dem Team von Toni hergekommen. Er ist eigentlich da der Meinung, der ich auch bin. Es ist ganz gut, lieber jetzt eine Verletzung zu haben, weil man dann eine gewisse Ruhephase hat, die dem Körper ganz gut tut, als wenn man sie vielleicht kurzfristig vor der Europameisterschaft hat. Dann wird es ganz einfach problematisch, richtig in Form zu kommen. Jetzt schadet das dann gar nicht dem Körper. Im Gegenteil, es tut ihm gut. Stimmung im Stadion war schon weit, weit vor dem Spiel. Bestens, nicht nur bei den Schalker Abgesandten, dem Präsidenten und bei Günter Netzer. Stimmungsmusik, jetzt auch während des Spiels von den Rängen. Thomas Essler taucht überall auf, rechts wie links. Und Kirsten nach seiner Leistenoperation, via etliche Tore, er verfuhr ja fast nach dem Motto in jedem Spiel ein Tor, in der Bundesliga bewiesen, derzeit in prächtiger Verfassung. Nein, er hat etwas eine Mentalität von Gerd Müller geerbt, scheint mir. Der Gerd Müller war auch so. Er ist auf den Platz gegangen, wirklich um das Tor zu erzielen, und bei diesem Ulf Kirsten habe ich dasselbe Gefühl. Er ist erst zufrieden, wenn er wirklich den Ball im Netz zappeln sieht, und zwar von ihm persönlich. Ist sicherlich eine Alternative zu dem einen oder anderen Stürmer, weil Riedle ist verletzt. Rudi Völler, das sind alle Spieler, die sicherlich im Moment nicht ganz problemfrei sind. Und da ist gut, einen Ulf Kirsten in der Hinterhand zu haben. Bronzek bei Selçuk und Wörns bei Christensen. Berti Vogts hat ja gerade Matthias Sammer groß im Bild sahen. Vor allem an die Adresse von Sammer und Fronzek. Den der Toni schön pariert hat hier gegen Hässler. Tja, nicht nur Blickkontakt. Das war der Glückwunsch. Manuell abgestattet. Ja, nicht so einfach zu halten, weil er ist im letzten Moment noch aufgetickt. Kurz vor ihm, und er ist getaucht wie in alten Tagen. Lothar Matthäus und die Nasenspitze von Andi Möller. Ja, was sagt ihr, Berti Vogts, an die Adresse von Sammer und Co.? Jetzt könnt ihr mir zeigen, nachdem ihr wochenlang euren Einsatz gefordert habt, was ihr drauf habt. Auch in einem solchen Spiel. Ja, Sammer spielt im Moment schon gut. Spielt richtig befreit auf, seitdem er weiß, dass sein Transfer zu Inter Mailand perfekt ist. Damit seine Position fürs nächste Jahr klar ist. Und ich glaube schon, dass er durchaus eine Alternative für diese Nationalmannschaft ist.
Und das wirkt eigentlich alles recht homogen, wenn man bedenkt, welch zusammengewürfelter Haufen da heute in der Formation erstmals als deutsche Nationalmannschaft fungiert. Das ist richtig, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein Haufen, wenn wir schon von Haufen sprechen, der ist natürlich noch bunter. Da ist natürlich alles vertreten und vor allen Dingen, ich habe solche Spiele ja schon mitgemacht, ist nicht ganz so einfach, weil man kennt sich nicht gut. Man möchte natürlich auch weitestgehend glänzen, das heißt, man spielt lieber offensiv als defensiv und im Moment spiegelt sich das ja auch so ein bisschen im Ergebnis wieder. Man darf das allerdings auch nicht zu ernst nehmen. Das ist ja wirklich eine Geschichte, die dem Toni dienen soll. Schumacher. Das war Weltklasse. Absolute Weltklasse. Hat er kurz die Backen aufgeblasen. Kopf geschüttelt. Das war natürlich die akustische Initialzündung. Ich glaube, das müssen wir unbedingt noch mal sehen. Am besten zweimal. Aber der Völler wusste schon, wie er köpfen muss in dieser Szene. Jetzt steht es 1-1 zwischen den beiden, weil den hat er eben so gut rausgepflückt. Er hat sein ganzes Können, seine ganze Routine reingelegt in diese Parade. Hat den vielleicht doch zu früh von Bayern verabschiedet? Nein, ich glaube nicht. Mein Toni hört zum richtigen Zeitpunkt auf. Es war toll, was er für Bayern München gemacht hat in den 8 Spielen. Erstens hat er ein positives Punkteverhältnis geholt, damit ist er einer der ganz wenigen Bayern-Spieler in diesem Jahr. Und zum anderen ganz einfach, zwischen Rheinländern und Bayern ist er nicht immer unbedingt das beste Verhältnis gewesen. Und ich glaube, der Toni hat sehr viel dazu beigetragen, dass dem in der Zukunft nicht mehr so ist. Aber was der Hässler heute an Vorbereitungsarbeit hier leistet, zu Recht der Beifall von Andreas Thom. Ganz toll auch das, was die Kinder, Vanessa, die Tochter und Oliver de Filius von Toni Schumacher hier gefertigt haben. Wir können uns dem, was wir hier lesen, nur anschließen. Bert Schuster, der es als einziger Spieler geschafft hat, mit 3 verschiedenen Vereinen, mit Barcelona, mit Real und mit Atletico Madrid den Pokal zu holen. Zeit, hat er geschrien, der Toni. Er spielt voll engagiert mit, also. Tja, eine von vielen Premieren am heutigen Abend, wo alles möglich ist. Littbarski gegen Ilgner. Tja, und jetzt wollen wir schon mal hören, was der Toni zu Litti zu sagen hat. Ja, Litti ist immer ein kleiner Junge geblieben. Und wenn ich an Litti denke, dann muss ich an die erste Begegnung. Wir haben ein Zimmer geteilt und da kam damals dieser Zauberwürfel raus. Und das ganze Nacht bis 3 Uhr morgens dieses Geknacke.
habe ich um 3 Uhr bin ich auf, habe ich gesagt, hast du sie noch alle oder was? Und habe ihn ins Badezimmer geworfen und dann hat er sich sein Bett in der Badewanne gemacht und hat dann weitergedreht und irgendwann 5 Uhr morgens hat er, ja, ich habe es geschafft. Und dann kam er raus und hat er den Würfel gelöst, der alle richtigen Farben eingestellt. Das sind so die berühmten Erzählungen. Was uns neben Hässler und Völler und natürlich den Glanzparaden von Toni Schumacher heute Abend bisher am besten gefiel, die exzellente Ballverteilung von Bernd Schuster. Nicht nur das, auch guter Schuss. Der Bernd Schuster zum Beispiel, der ist beim FC gekommen, der hat Vertrauen unterschrieben. Die ersten 3 Monate, ich wusste gar nicht, was er für eine Stimme hatte. Der hat die Zähne überhaupt nicht auseinanderbekommen. Wenn man heute denkt, was aus ihm geworden ist, ist es sensationell. Ja, es hat sich doch gegeben im Laufe der Jahre, dass er die Zähne nicht auseinanderbekommen hat. Das eine oder andere hat er ja schon von sich gegeben, der Bernd Schuster. Aber er ist nach wie vor ein hervorragender Fußballspieler, was wir heute Abend, ich betone das bewusst, bewundern dürfen. Fronzek hätte ja einen guten Schuss eigentlich. Binz genauso. Ja, die Leute pfeifen zwar bei dem Schuss, aber der Toni wird sich gedacht haben, besser, dass er nicht aufs Tor gekommen ist. Ich glaube, die 2 Tore reichen ihm, mehr will er gar nicht reinkriegen. Andi Köpke, der wird in der zweiten Halbzeit kommen. Neben Buchwald und Klinsmann. Hat ihn so ein bisschen gesperrt. Tja, habt ihr auch das parat, was der Toni zum Franz zu bieten hat? Jetzt hätten wir gerade die Chance, dauert ja noch ein bisschen mit dem Freistoß. Wir schauen uns erstmal in aller Ruhe den Freistoß an. Denn wir wissen, das könnte spannend werden. Ist der Liti dran? Nein. Toller Pass. Tja, er wird ja häufig verglichen mit Bernd Schuster. Nicht nur was die spielerischen Qualitäten betrifft, Stefan Effenberg darf in der zweiten Halbzeit ran. Beide prägten ja den Begriff vom blonden Engel mit dem großen B voraus. Er marschiert voll, der Christian Wörns will seine Chance nutzen und will praktisch den Berti Vogt zeigen, stell mich bitte auch nächste Woche auf in Prag. Da geht es dann sicherlich um mehr, denn der sportliche Wert dieses Spiels ist sicherlich limitiert. Nächste Woche, da wird es sicherlich ein bisschen ernster, ein bisschen schwieriger für die Nationalmannschaft werden.
hinter dem Tor von Bodo Ilgner beginnen bereits die großen Aufwärmarbeiten der zweiten deutschen Nationalmannschaftsgarnitur. Es sind sechs Mann, jetzt kommt der siebte dazu, die sich jetzt so langsam warm machen. Tja, jetzt aber doch. Ist auch schon ein Teufelskerl im Tor, dieser Ilgner. Ist ein würdiger Nachfolger von Toni, sowohl im Tor des FC Köln als auch hier bei der Nationalmannschaft. Ist ja so ein Lehrling, kann man direkt sagen, vom Toni. Die beiden haben ja unheimlich viel zusammen trainiert. Der hat ja auch diese Marotte mit Gewichten und dergleichen zu arbeiten, um ganz einfach sich dementsprechend zu präparieren. Pierre-Luc Barski, wie selbstverständlich mittlerweile, hat er sich entfernt und lässt Bernd Schuster den Freistoß ausführen. Ist schwierig, der wollte direkt aufs Tor schießen. Da muss der Ball direkt super abrutschen, um so einen erfahrenen Torwart da zu bezwingen. Er schüttelt das selber ein bisschen den Kopf. Immerhin eines bekam er dafür zur Belohnung, nette Worte von Thomas Hessler. Schauen Sie sich Rudi Völler noch mal genau an. Denn die Italiener in Anführungszeichen werden Sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr erleben. Die fliegen mit einem Privatjet während der Halbzeitpause wieder zurück. Also sie spielen am Samstag auch schon, nicht am Sonntag, wie das normalerweise der Fall wäre. Wir bevorzugen die Direttissima, um italienisch zu bleiben, geben sofort zurück zur Tagesschau. Matthäus Bons hier am Mikrofon. Herr Matthäus, mal losgelöst von dem Spiel, vom Toni Schumacher Abschiedsspiel, gibt es durchaus was zu besprechen, was die Nationalmannschaft angeht, sie auch beeinträchtigen könnte, nämlich die Aussage Ihres Trainers von Inter Mailand, von Herrn Suarez, dass die Deutschen aus der Mannschaft weg müssen. Ist das für Sie die Aufforderung, zu gehen oder zu kämpfen? Ich werde weiterhin kämpfen, weil das mein Beruf ist und das ist auch meine Art, meine Einstellung zu meinem Beruf, aber ich habe Senior Suarez mit Jürgen Klinsmann und Andreas Brehme zur Rede gestellt am Sonntag vor dem Spiel gegen Parma. Und er distanziert sich von dieser Aussage. Und wie gesagt, wenn er sich davon distanziert, dann glaube ich es ihn. Wieso soll er uns anlügen? Und das Thema ist erledigt. Wir müssen Punkte sammeln, um im UEFA Cup reinzukommen. Was würden Sie denn sagen, wenn es stimmen würde? Ja, dann glaube ich, ist die Zusammenarbeit sehr schwierig vorstellbar zwischen uns Deutschen und dem Trainer. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass er die Wahrheit gesagt hat, dass es eben nicht stimmt, dass er diese Aussage getroffen hat. Einer von denen, die hier eben gespielt haben in der ersten Halbzeit, Ulf Kirsten, ist heute, ich sage mal, enttarnt worden als inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Haben Sie mit ihm schon drüber gesprochen und mit dem Bundestrainer? Ja, wir haben uns vorhin im Kreis unterhalten darüber. Berti Vogt hat die Mannschaft informiert. Ich habe mich auch kurz mit Ulf Kirsten unterhalten. Es war eine blöde Sache für ihn, er ist unter Druck gesetzt worden. Er war sehr jung, aber nach einer gewissen Zeit hat sich das wieder erledigt, weil er doch keine Informationen weitergegeben hat. Und ich hoffe, dass wir alle, nicht nur die Mannschaft oder der Trainer, sondern auch die Fans, weiterhin zu Ulf Kirsten halten, weil er hat keinen geschadet. Und ich glaube, wir können gar nicht vorstellen, wie sie früher unter Druck geraten sind, wie sie unter Druck gesetzt worden sind. Und Ulf Kirsten ist eben gedroht worden, dass er mit dem Fußball aufhören muss, dass seine Eltern die Arbeitsstelle verlieren. Und ich glaube, man sollte nicht zurückblicken, sondern nach vorne. Und Ulf Kirsten ist immer wieder willkommen im Kreis der Nationalmannschaft. Danke für diesen kurzen Aussagen. Sie müssen zurück nach Italien, heute Abend noch mit dem Flugzeug. Viel Glück auch für die Genesung. Sie sind noch verletzt. Ich hoffe, Sie können bald wieder spielen. Wenn auch nicht beim Länderspiel am nächsten Mittwoch, ne? Ja, davon gehe ich nicht aus. Es ist eine Kapselbändergeschichte. Die Kapsel ist gerissen, das Band ist überdehnt. Und ich glaube, dass es so 10 bis 14 Tage dauert. Aber der Hans Monach, der Masseur von der Nationalmannschaft, wird morgen nach Italien nachkommen. Wir werden alles versuchen, weil es stehen nicht nur die wichtigen Spieler mit Inter auf dem Programm, sondern auch die Europameisterschaft. Und da will ich natürlich fit hinfahren. Danke Ihnen nochmal. Bei uns geht es weiter. Zweite Halbzeit. Abschied für Toni Schumacher, Gerd Rubenbauer und Karl-Heinz Rummenigge, bitte. Tja, und am Ball mit dem Rücken zu uns und auch der andere zwei Spieler, die der Kalle natürlich besonders gut kennt. Laudrup und Wohlfahrt. Sie sehen eingeblendet die deutsche Fußballnationalmannschaft der zweiten Halbzeit. Nur noch auf zwei Positionen identisch mit der aus der ersten.
Christian Wörns und Michael Fronzek. Wenn wir das so sehen und wissen, wer nicht dabei ist heute Abend, dann kann ich nur sagen, aus welchem Reservoir kann der Bundestrainer schöpfen? Da sollte er sich eigentlich glücklich schätzen. Ja gut, er hat einen Stamm ja eingeladen von 29 Spielern und das ist natürlich ein Reservoir, das riesig ist. 20 Spieler dürfen ja nur mitfahren zur Europameisterschaft nach Schweden und ich glaube, es wird gar nicht so einfach sein für den Verdi Vogt letztendlich da die richtigen 20 zu wählen. Vor allen Dingen, es gibt da immer so gewisse Härtefälle. Das ist nicht unbedingt eine angenehme Aufgabe, die er da in den nächsten Wochen zu tun hat. Andi Köpke, der zu Recht, obwohl Berti Vogts keinen Zweifel daran ließ, dass bei der Europameisterschaft, wenn alles normal läuft, auch zu Recht Bodo Ilgner, wie schon bei der WM, die Nummer 1 sein wird. Köpke der also zu Recht in den beiden nächsten Spielen gegen die Tschechoslowakei und voraussichtlich auch gegen die Türkei über volle 90 Minuten eingesetzt werden wird, was er ja bisher noch nie durfte. Das ist sicherlich der Lohn für eine überragende Bundesliga-Leistung bisher. Beim FC Nürnberg, dass der FC Nürnberg so oben in der Tabelle steht, ist sicherlich der Verdienst von Andi Köpke in erster Linie. Uwe Bein am Ball. Wir hoffen natürlich in der zweiten Hälfte auf Zaubertricks, auf hessische Art. Denn selten hatten die beiden in der Bundesliga ja zuletzt so viel Bewegungsfreiheit, wie sie sie heute Abend bekommen werden, Möller und Bein. Stefan Kunz. Tja, längst die Fahne oben bei Maurizio Gaudino. Auch er mit konstanten Leistungen wie nie zuvor, zuletzt beim VfB Stuttgart. Berti Vogts kennt ihn ja bestens aus der U21. Das hat ihm vielleicht auch deshalb, weil er ihn ins Herz geschlossen hat, was seine technischen Fertigkeiten betrifft, nicht übel genommen. Also einmal meinte die Nichtberücksichtigung Sammers seine Unverschämtheit. Auch dies alles passt zum heutigen Abend. Vergessen. Hat das gleich? Bei seinem ersten Einsatz über 90 Minuten in der deutschen Nationalmannschaft der Christian Wörns mit völlig unterschiedlichen Spielertypen zu tun. In der ersten Halbzeit mit Christensen, der ja bevorzugt vorne auf die Bälle wartet. Jetzt mit einem Brian Laudrup, der sie sich schon mal aus dem Mittelfeld herausholt. Ja, der eine spielt seine Schnelligkeit voll aus, Bent Christensen. Der Brian ist mehr der Dribbler, der so ähnlich, würde ich sagen, wie der Pierre Littbarski zu früheren Zeiten spielt, der so mehr wirklich sich anspielt. Und dann los geht wie jetzt hier. Bein und Müller. Tja, so hatten wir uns das vorgestellt. Wenn Sie ihn so weiter beschäftigen, dann bleibt er sicherlich länger noch im Tor. Der Toni Schumacher ist die 10 Minuten, die eigentlich für die zweite Halbzeit noch in etwa ins Auge gefasst worden sind. Er hat eine gefaustet, wie so sein sportliches Vorbild. Das ist nämlich der Mohamed Ali. Der hat zwar eine andere Sportart, aber faul. Schade, fehlte nicht viel. Dann wäre er nämlich nicht drin gewesen im Abseits.
Die ganze Karriere von Toni war ja mehr oder weniger, nachdem viele ja auch er selbst sagen, ein begnadetes Talent. Von Haus aus sei er nicht gewesen, habe sich alles hart erarbeitet, ein Durchboxen. Nicht umsonst die Vorliebe für Rocky. Ja, der Toni hat vielleicht 5.
So, liebe Zuschauer, böse Zungen werden vielleicht behaupten, nun sind die Lichter bei der ARD im Ersten im Fußball endgültig ausgegangen. Denkst du, wir sind wieder da? Es wird eine Menge improvisiert am heutigen Abend. Und auch der Stromausfall, der gehörte mit dazu. Jörg, was war denn los bei euch da unten? Ich kann nur ganz kurz schildern, dass es sich wirklich um einen technischen Defekt im Müngersdorfer Stadion gehandelt hat. Und ja, ich höre jetzt ein bisschen was aus der Regie. Sage Ihnen, dass ich viel weitergebe, dass Toni Schumacher auf Ehrenrunde ist. Alles andere wieder von unseren Reportern. Tja, das verstehen wir natürlich nicht, dass der Toni jetzt schon auf die Ehrenrunde gegangen ist. Wir hätten uns gewünscht, er bleibt doch noch für Sie alle zu Hause. Ein bisschen im Tor, um den Abschied dann auch gebührend zu feiern. Hier sehen Sie ihn. Ich kann nur sagen, der Abschied, der passte vielleicht auf irgendeine Art und Weise zur Karriere von Toni Schumacher, als er plötzlich mit einem Knalleffekt auf einen Schlag mit dem Buch anpfiff, den Abpfiff beim 1. FC Köln und bei der deutschen Nationalmannschaft hinnehmen musste. Und genauso durch einen Knalleffekt heute Abend, als die Lichter ausgingen, gingen sie im wahrsten Sinne des Wortes aus. Ich kann nur sagen, für eine unvergleichliche Torhüterkarriere, für mich war er neben Sepp Maier der Torhüter in Deutschland überhaupt. Und das sage ich ganz bewusst, meine Damen und Herren, als Bayer, der ich ihn in der Nationalmannschaft erleben durfte, seit der Europameisterschaft 1980. Immerhin bei zwei Weltmeisterschaften, der sich mitfreuen durfte mit ihm, der mitgelitten hat in vielen Situationen, der sich gelegentlich auch Abfuhren eingefangen hat, wie alle, die mit Toni Schumacher zu tun hatten, aber der diesen Reibungspunkt in jedem Falle vermissen wird. Die Kölner hier sagen Tschüss Tün, jeder von uns sagt Servus Toni, denn so wie wir ihn in den letzten Monaten in München erlebt haben, kann ich nur sagen, er hat es wirklich geschafft, eine fußballerische Brücke zwischen Bayern und dem Rheinland zu schlagen. Das war uns persönlich und ich hoffe auch den vielen, vielen Fußballfans in Deutschland eine ganze Menge wert. Heute Abend hat er sich traditionell alleine warm gemacht, wie er das von der Türkei her gewohnt war, in der Kabine. Hat alle Utensilien aus seinem Täschchen schon an den Vater weitervererbt. Das Madonnenbild, die Kinderbilder, all das, was er uns mal stolz gezeigt hat, was er immer mit ins Stadion bringt. Und hat sich auf diese Art und Weise heimlich aus dem Köln-Müngersdorfer Stadion geschlichen. Wir werden ihn aber in Kürze in der Kabine, denn das sind wir ihm schließlich schuldig, noch einmal zu einem kleinen Plausch erleben. Gestatten Sie mir noch ein Wort, meine Damen und Herren. Wenn die Kamera vielleicht vom Spiel weg, wenn sich die Situation anbieten sollte, jetzt vielleicht wäre die Chance in Richtung Tor, in dem zuvor Toni Schumacher stand, schwenken kann. Denn das ist sicherlich ein weiterer Höhepunkt für mich des heutigen Abends. Toni Schumacher hier nochmal zu sehen. Der Mann, an den er übergeben hat, nachdem er jetzt noch ein paar Worte an das Publikum richten wird. Werde ich Ihnen das später erzählen. Jetzt Bühne frei für Toni. Die einzige Chance, mir den Mund zu verbieten, wenn man mir den Strom abschneidet hier. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ihr heute alle hier gekommen seid. Ihr seid über Jahre, über 20 Jahre lang ein super Publikum gewesen und dafür möchte ich mich heute und hier herzlich bedanken bei euch. Jetzt wieder eine kleine Pause, bitte. Ich habe noch zwei Dinge auf dem Herz. Erstens, einen Moment bitte. Erstens, seid bitte so lieb und geht nicht sofort nach dem Schlusspfiff nach Hause. Ich komme nochmal zu euch wieder. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Und zweitens, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, ich habe 20 Jahre davon geschwärmt, was der Köln für ein tolles Publikum und faires Publikum hat. Ich finde es nicht okay, dass der Stefan Effenberg hier mit Arschloch empfangen wird.
Denn der Stefan Effenberg spielt nicht gegen euch, sondern ist von Toni Schumacher eingeladen worden. Er spielt für Deutschland und der Toni Schumacher hat auch keine Arschlöcher heute Abend eingeladen. Dankeschön. Liebe Zuschauer, hier sprach nicht nur der scheidende Torhüter Toni Schumacher, sondern für mich der künftige Präsident des 1. FC Köln. Erste Bedingung, die Signierung des Mitgliedsantrags. Das soll heute nach dem Spiel geschehen. Endlich also auch das vom Tisch. Wäre ja auch noch schöner, wenn der Toni nicht Mitglied beim 1. FC Köln werden darf. Und das ist der Mann, für den er eben eine Lanze gebrochen hat. Und das fügt sich heute Abend so. Die beiden Spieler mit der Nummer 8 jetzt auf dem Feld. Stefan Effenberg und Bernd Schuster auf der anderen Seite. Typen und Figuren, inklusive Schumacher im deutschen Fußball, wenn wir die nicht hätten, meine Damen und Herren, an welchen anderen sollen wir uns denn reiben oder sollen wir uns auseinandersetzen? Ich kann nur sagen, auch wenn ich sicherlich in vielen nicht mit dem einstimme, was sie gelegentlich von sich geben, es ist schön und gut, dass es sie gab und gibt. So, jetzt aber, Freunde, tut mir doch mal den Gefallen. Es muss einfach sein. Machen wir mal einen kurzen Schwenk. Es ist ja heute kein normales Spiel zum anderen Tor, denn das war für mich mit eine historische Szene am heutigen Abend. Toni Schumacher übergab an Uli Stein. Der steht nämlich jetzt zwischen den Pfosten des anderen Tores. Es gab eben noch kurze Verbindungen. Sie haben sich beide zugewinkt. Denn wer hätte das für möglich gehalten? Nach Mexiko. Das ist richtig, da hat es schön geknistert zwischen den beiden. Also ich kann mich noch genau erinnern, die saßen an verschiedenen Tischen. Also der sogenannte Bayern-Tisch und der Kölner-Tisch und der Uli Stein als damals Hamburger saß bei uns immer am Tisch. Und die beiden haben sich schön bekämpft, muss man direkt sagen. Und das ist toll, finde ich, was hier heute Abend sich abspielt. Ich habe den Uli Stein vom Spiel auch gesehen. Der sagt, das war für ihn überhaupt keine Frage, hier hinzukommen. Und er ist mit dem Toni längst wieder im Reinen. Und deshalb eigentlich stolz, dass der Toni ihn heute Abend eingeladen hat. Ja, Uli Stein. Uli Stein ist immer eine Reizfigur gewesen für mich. Also deshalb, weil er auch ein guter Torwart ist. Er ist auch so ein Verrückter. Und ich habe immer gesagt, der liebe Gott ist vorbeigekommen an einem Baum, hat gesagt, aus dem Baum mache ich zwei Torhüter. Der Uli Stein und den Toni Schumacher. Und ich hatte das Glück zu spielen und er hatte leider das Pech, nicht zu spielen. Ich glaube, der Baum, da hat der liebe Gott aber zwei geschnitzt, würde ich sagen. Die wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, auf den der Satz so zupasst, Torhüter und links außen. Aber es passt doch zum Fußball, dass man in diesem Geschäft Dinge erlebt, die man vor Jahren nie für möglich gehalten hätte. So ging es mir heute Abend, als ich während des Stromausfalls das gesehen habe. Die beiden schulterklopfend, die Ablösung damals, der Toni, die klare Nummer 1. Stein konnte es sicherlich damals nicht verkraften, nur die Nummer 2 zu sein. Und dann heute Abend, nachdem hier die Handschuhe von Toni Schumacher deponiert worden, das ist eine neue Variante, seine Arbeitsutensilien an den Nagel zu hängen, war diese Szene Uli Stein und Toni Schumacher für mich heute Abend etwas, meine Damen und Herren, wogegen die Traumhochzeit auf gut bayerisch im Privatfernsehen ein Dreck ist. Eine solche Szene zwischen Stein und Schumacher. Und wie es dem Toni jetzt so geht, ich glaube das nicht so alles, dass er das so weggesteckt hat, wie wir es eben vorher gehört haben, werden wir jetzt aus der Kabine erfahren, wo vielleicht so eine kleine Träne auf Reisen geht, zusammen mit Jörg Montoya. Ja, da sind wir also beide in der Kabine, ein letztes Mal für Toni Schumacher und auch nach dem Spiel mal ein Bier. War das eigentlich immer so, auch beim FC schon, in dem Punktspiel? Das war eigentlich immer so, ja. Das gehört einfach mit dazu, das sind ja Vitamine und so ein gutes Kölsch ist gegen alles gut. Kölscher Jung trinkt Kölsch, ist ganz klar. Toni, und ausgerechnet, als Sie nun Abschied nehmen wollten, fällt der Strom aus. Das war ja fast wie geplant. Wollten die Sie ärgern, Ihr Manager oder so, nach sich einen Spaß machen? Das darf gar nicht wahr sein. Das gibt's gar nicht. Ich habe gedacht, sowas passiert eigentlich nur in der Türkei. Und als das Licht ausging, habe ich gedacht, so, das haben die extra gemacht, jetzt kommt ein Riesenspott und dann kann der Toni Schumacher vom Platz gehen. Aber man sieht, das ist auch bei uns in Deutschland, in der zivilisierten Welt möglich. Ja, und ausgerechnet in so einem Augenblick. Toni, wir sehen weiter ein bisschen das Spiel, können wir zuschauen, aber ich will auf eins zu sprechen kommen, was Sie durch die ganze Karriere begleitet hat. Sie tragen im Ohr einen Brilli. Diesen Brilli haben Sie ganz bewusst getragen sogar, als Provokation. Das haben Sie auch sogar gesagt. Ab heute können Sie wieder lieb sein. Ja gut, den habe ich damals geschenkt bekommen von meiner Frau.
Ich habe mir schon länger gewünscht und die, es stand immer zur Diskussion, ja, das kannst du nicht machen, meinst du, was die Leute sagen, der DFB, wenn du mit Ohrring ankommst und so. Ich sage, wenn alle dagegen sind, ziehe ich mir den Ohrring an. Und viele Leute haben sich dann auch nachher darüber aufgeregt, wie manchmal auch über lange Haare. Je mehr die Leute gesagt haben, dazu lange Haare, umso länger sind die Haare von Toni Schumacher geworden. Jetzt regt sich keiner mehr darüber auf, jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Und ab heute, das ist ein Geschenk an meine Tochter, den Brilli bekommt meine Tochter. Den nehmen Sie ab. Den nehme ich ab. Und tun Sie es jetzt? Ja, jetzt mache ich es sogar für euch. Dann wollen wir das mal sehen, weil ich habe mich nämlich nie getraut, überhaupt so einen Brillanten ins Ohr zu tun, weil ich immer dachte, ich hätte Schmerzen dabei. Nee, nee, um Gottes Willen, das merkt man überhaupt nicht. Das ist einfach wie eine Fleischwunde nähen. So einfach ist das. Eben gerade haben Sie Abschied genommen auf Deutsch. Sie haben aber auch 3 Jahre in der Türkei gefeiert. Und es gibt, das wissen Sie, auch in Deutschland ganz, ganz viele türkische Fernsehzuschauer. Wenn Sie jetzt auf Türkisch Abschied nehmen, dann sind Sie nochmal in den Herzen von unseren türkischen Mitbürgern. Çok teşekkür ederim. Ben senin arkadaşla çok sağ. Merci. Merci, habe ich verstanden, heißt danke. Und davor? Ich möchte mich bedanken bei all meinen türkischen Freunden. Ich wünsche euch alles Gute. Sağ heißt Dankeschön. Dann danke ich Ihnen. Heute Abend gibt es noch ein großes Bankett. Und natürlich gibt es auch noch mal eine Ehrenrunde nach dem Spiel. Aber für Sie, liebe Zuschauer, jetzt erstmal uneingeschränkt wieder das Spiel mit Gudrun Rubenbauer und Karl-Heinz Rummenigge. Und der eben am Ball ist, der bekommt jetzt Applaus. Das darf ja alles gar nicht wahr sein. Das zeigt, Toni Schumachers Worte zeigten Wirkung. Das war nicht nur ein brillanter Torhüter, um die Geste von eben nochmal aufzunehmen, sondern der Mann hat einfach eine Aura. Und davon lassen sich die Fans sicherlich auch, wir haben es ja eben erlebt, durch den Applaus beeinflussen. Aber jetzt scheint er langsam erwachsen zu werden. Erst hat er die Haare sich etwas geschnitten und jetzt den Brilli raus. Also jetzt scheint er mal so Richtung seriöser Geschäftsmann hinauszulaufen. Aber ich glaube, auch da wird er Erfolg haben. Also sein Ziel ist ja, Präsident des FC Köln zu werden. Darüber hinaus arbeitet er in der Agentur von seinem Freund Rüdiger Schmitz. Ich glaube, der Toni macht überall und irgendwie wird er seinen Weg auch da machen. Kalle, wir haben jetzt lauter kurze Abschiedsreden gehört. Das sind einfach die Minuten des Toni Schumacher in diesem Spiel, wo auch wir das Herz, das geben wir offen zu, auf der Zunge tragen. Es war ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen zwischen euch beiden. Habt euch ja heftig befehdet. Wenn ich da an das Buch von Toni denke und nur mal so kurz zitiere, wie er den Karl-Heinz Rummenigge vor dem Endspiel 86 erlebt hat. Eine so frische Gesichtsfarbe wie ein Marzipanschweinchen hatte er da. Das sei der größte Egoist, der ihm jemals über den Weg gelaufen sei. Wie hat man denn das weggesteckt damals als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft? Ja, ich meine, wir haben 63 Länderspiele zusammen gehabt. Unsere Karrieren in der Nationalmannschaft, ich habe etwas früher angefangen als er, sind ja ziemlich parallel verlaufen. Und ich muss eigentlich sagen, bis auf diesen Zoff, den wir 1986 hatten, haben wir uns immer gut verstanden. Da ist dann sicherlich einiges passiert und da sind natürlich zwei, ich würde mal sagen, Dickköpfe aufeinander getroffen, der Toni und ich. Und da hat es dann ziemlich geknallt. Allerdings, wir haben uns ausgesprochen danach, wir sind wieder absolut gute Freunde. Und ich würde so sagen, ich meine, ich kann jetzt gut empfinden, was in dem Toni vorgeht, wenn er jetzt in der Kabine sitzt. Ich habe das ganze Jahr vor circa 3 Jahren hinter mich gebracht, dass ich aufgehört habe mit dem aktiven Fußball. Und wenn man dann irgendwann alleine in der Kabine sitzt, dann lässt man so alles Revue passieren. Und damals ist auch bei mir dieser Streit mit dem Toni 86 Revue passiert. Und ich muss sagen, ich bin heute froh, dass wir da wieder zu einer riesen Freundschaft zusammengefunden haben. Aber nur eins hat mich geärgert, eben dass er Kölsch getrunken hat und kein Weißbier. Das möchte ich schon noch mal sagen. Schuster und Effenberg. Applaus. Er ist ganz gut, weil ich habe die letzten Spiele in Dortmund, in Stuttgart gegen Stuttgarter Kickers miterlebt. Da ist der Stefan Effenberg jedes Mal, wenn er am Ball war, ausgepfiffen, ausgebuht worden, beleidigt worden auf übelste Art und Weise. Und
Ich hoffe jetzt, dass der Toni mit seinem Aufruf das erreicht hat, was eigentlich bisher keinem gelungen ist, nämlich dass die Leute irgendwann mal wieder umschalten und kapieren, dass dieser Stefan Effenberg ein Junge von 23 Jahren ist oder ein junger Mann von 23 Jahren, der irgendwie auch mal in Ruhe gelassen werden muss. Tja, Müller Bein gegen Stein. Die auch das ist möglich. Ja, nicht nur Lidbarski gegen Ilgar. Ja, die werden irgendeinem Torwart wohl hoffentlich keinen reinhauen. Aber wie sie da so verbal Kontakt aufnehmen, Gaudino, Müller, Bein. Also ist schon irgendwie ein besonderer Abend, wenn man weiß, wie sehr sie im Meisterschaftsrennen eigentlich notgedrungen gegeneinander arbeiten. Thomas Helmer, der Berti Vogts hat Ottmar Hitzfeld versprochen, logischerweise den verletzten Schulz nicht zu bringen. Und, da sie am Donnerstag bei den Stuttgarter Kickers schon ran müssen, die Dortmunder, auch Helmer und Zorc nur eine, nämlich diese zweite Halbzeit einzusetzen. Thomas Strunz, was wird denn nun, Herr Vizepräsident? Wird er an den VfB Stuttgart verkauft? Also ich muss offen und ehrlich sagen, wir haben uns eigentlich bisher nur mit den Einkäufen befasst. Zwei haben wir ja getätigt, mit dem Markus Schupp, der in der ersten Halbzeit gespielt hat. Und Jorginho, dem Brasilianer, ich glaube, zwei wirklich überdurchschnittliche Spieler dieser Bundesliga. Und wir hoffen klarerweise von denen in der nächsten Saison sehr, sehr viel. Richtung Verkäufe haben wir überhaupt noch nicht gesprochen, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal diese. Hier Lidbarski. Ein toller Schuss. Super Schuss. Aber jetzt geht es gleich hier weiter. Da wäre er nicht dran gekommen. Also. Da klatscht er so richtig satt an den Pfosten. Na gut, nochmal zurückzukommen. Also Richtung Verkäufe haben wir absolut noch überhaupt kein Gespräch geführt, weil, wie gesagt, wir müssen erstmal diese Saison überstehen, denn so ganz, ganz sicher sind wir da noch nicht, auch wenn die Substanz sicherlich nicht gering ist, dass wir sicherlich den einen oder anderen abgeben, ich glaube, das ist ziemlich klar. Ja, den einen oder anderen geben auch der immer noch Kölner und der Ex-Kölner ab, nach Pierre Lidbarski, Bernd Schuster. Tolle Pässe von Schuster. Eine Augenweide, den heute Abend Fußball spielen zu sehen. Das passt alles zur großen Versöhnungsarie des heutigen Abends. Ein Spielzug, sehr schön anzuschauen, beteiligt Schuster, Wohlfahrt, Lidbarski und Laudrup. Es ist interessant jetzt, wie der Berti Vogts die Mannschaft aufgestellt hat. Zweite Halbzeit spielt nämlich der Stefan Effenberg so eine Art Libero. Hat er letztes Mal beim Derby letzte Woche gespielt, da war er da gar nicht so taktisch von überzeugt, obwohl er gut gespielt hat, auch in dem Spiel. Schade. Hat er toll vorbereitet und dann springt er im letzten Moment weg. Dazu ist er kein Linksfüßler, sondern mehr rechts. Das hätte ein Tor verdient, da ärgert er sich hier. Apropos Vorbereitung, Kalle. Der Toni hat gemeint, heute Abend ein Zungenbrecher muss auch für euch dabei sein. Die Vorbereitung, die Vorarbeit, die leistete Hamza Hamzaoglu von Galatasaray Istanbul.
Die Mannschaft des Kaisers spielt nicht schlecht in der zweiten Halbzeit. Und der Kaiser sitzt heute. Er steht nicht. Was sagt der Toni zu ihm? Franz fällt mir viel zu ein. Aber wenn ich Franz Beckenbauer höre, dann sage ich mir, dass der Papst in der Tasche. So viel Glück gibt's gar nicht. Das war auch ein guter, oder? Ja. Können wir uns nur anschließen. Schade, dass er so Franz Beckenbauer nicht hören konnte. Nein, ich glaube nicht, dass der Franz nur Glück hat. Der Franz ist schon ein Riesentyp. Auf dem Platz, als auch außerhalb des Platzes. Und die beiden haben eigentlich auch so einige Sträuße miteinander ausgefochten, der Franz und der Toni. Der eine Vizepräsident lässt den anderen nicht verkommen. Nein, überhaupt nicht. Also den Toni lasse ich allerdings auch nicht verkommen. Michael Zorc, den Mann kennt er ja noch gut, aus Dortmunder Tagen, Andi Müller. Tja, und der Wörns spielt, auch wenn man natürlich aus einem solchen Spiel keine besonders hochwertigen Rückschlüsse ziehen darf, selbstbewusst und cool, Christian Wörns. Auch der Rainer Bonhoff hat übrigens noch Länderspiele mit Toni Schumacher zusammen bestritten. Und der Schuster ist so agil wie selten zuvor. Was auch für den hier gilt, für Hamza Oglu. Aus den Europacup-Spielen von Werder gegen Galatasaray bekannt. Hans Pflügler hat sich unheimlich gefreut. Nachdem er ja beim FC Bayern doch mehr und mehr in den Schatten gestellt wurde, plötzlich wieder reaktiviert wurde. Ja, der Hans hört ja auch zum Saisonende auf, nachdem er lange Jahre ja beim FC Bayern jetzt wirklich wie so ein, jetzt fast sagen, wie so eine Biene fleißig gearbeitet hat, ohne groß da, würde man sagen, von sich reden zu machen. Aber er war immer ein wichtiger Spieler und es sind jetzt noch genau 4 Wochen, 4,5 Wochen. 16. Mai oder 15. Mai ist ja die Saison zu Ende und dann wird er oder wird ihm dasselbe widerfahren, was dem Toni heute Abend widerfahren ist, nämlich sein Abschiedsspiel. Der bewusste Applaus bei jedem Ballkontakt von Stefan Effenberg.
Stefan Kunz, den wir natürlich immer so viel Pech hatte jetzt nach der Verletzung, wünschen, dass er wieder in die Form kommt, die ihn zum Fußballer des Jahres machte. Vielleicht so eine Steigerung nimmt wie Maurizio Gaudino in dieser Saison. Ja, das ist der Chef auf dem Platz, der Bernd Schuster. In früheren Jahren haben wir immer wieder gefragt, kommt er noch mit zur Europameisterschaft, kommt er noch mit zur Weltmeisterschaft? Schade, dass wir diese Fragen nicht mehr stellen können, Kalle. Das ist richtig, er hat nur 1980 gespielt, da ist Deutschland der Europameister geworden mit einem damals großartigen Bernd Schuster. Danach wollte oder konnte er nicht mehr, entweder hatte er Probleme oder aber er war verletzt, also... Hätte sicherlich einiges noch mehr gewinnen können als das, was letztendlich unterm Strich bei ihm da sportlich hängen geblieben ist. Aber ich muss gerade vorher, als ich die Spielszene war, musste ich nochmal an den Toni zurückdenken. Da ist mir so eine Anekdote noch von dem Toni eingefallen. Wir haben ja auch auf dem Platz so einige Sträuße immer ausgefochten. Und dann waren diese Spiele Bayern gegen Köln, waren schon immer so Höhepunkte der Saison. Das waren etwas bessere Tage, als der FC Bayern heute erlebt und auch der FC Köln, muss man sagen. Da ging es schon immer um den Titel, wenn diese beiden Mannschaften aufeinander trafen. Und der Toni war so verrückt, dass er damals gegen den Paul Breiten und mich immer gewettet hat, dass wir A, nicht gewinnen und B, keiner von uns beiden gegen ihn ein Tor machen durfte. Und... das ist sicherlich irgendwo ja, schon etwas kurios genug. Aber er hat das Geld, es ging da immerhin um 100 Mark pro Wette, hat er gleich im Stutzen mit auf den Platz genommen. Türkisch-deutsches Missverständnis vorher, würde ich sagen. Frunzek unterstreicht seine Vielseitigkeit. Erste Halbzeit Mandecker. Jetzt der Mann auf der linken Abwehrseite in der zweiten Halbzeit. Jetzt hat der Schiedsrichter allerdings verletzt gerade. Konnte aber nichts dafür. Er ist weitergereicht worden. Ja, die sind so Kopf an Kopf leider. Es gibt wirklich nichts heute Abend, was es nicht gibt. Christoph Daum kann beruhigt sein. Und auch Schiedsrichter Assenmacher ist sicherlich gleich wieder fit. Schaut natürlich bei ihm schon ein bisschen böse aus. Selten ist ein Schiedsrichter vom Publikum in Deutschland dermaßen aufgebaut worden. Schauen Sie sich das an. Vielleicht zur Platzwunde. Ja. Aber nimmt's gelassen. Das hat er nicht alles erlebt, der Herr Assenmacher, innerhalb von 2,5 Tagen. Erdbeben in seiner näheren Umgebung. Heute den Kopfstoß. Zugabe, 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 Zugabe.
Aber ein guter hält's aus, heißt es in Bayern. Und das ist ein guter. Gestern meinte Marlies Schumacher, das, was ich mir von der ARD wünsche an diesem Abend, ist ein Überziehungskredit, was die Minuten betrifft. Einmal Toni so wie Rudi Carrell, der darf das doch auch, meinte sie. Sie merken, meine Damen und Herren, und vor allem an die Adresse der Kollegen von der Tagesschau gerichtet, wir können nichts dafür. Was da heute Abend alles passiert ist, das war wahrlich nicht vorherzusehen. Und deshalb jetzt schon die Vorwarnung, wir werden kräftig überziehen aus dem Köln-Müngersdorfer Stadion. Auf der rechten Abwehrseite auch eins der großen Talente des deutschen Fußballs in dieser zweiten Halbzeit, Marco Haber vom 1. FC Kaiserslautern. Verschwindet durch die Totale natürlich weitgehend in der optischen Versenkung, deshalb sei er zumindest verbal mal herausgestrichen. Hat sich der Franz auch nicht träumen lassen, dass er doch noch zumindest partiell mal die Bayern von der Trainerbank aus beäugen darf und vor allem ein direktes Trainerduell gegen Berti Fuchs bestreiten muss. Auch wenn wir uns jetzt eigentlich noch ein paar heiße, schwungvolle Spielzüge wünschen würden in der Schlussphase. Mit Strunz vielleicht. Tolle Flanke. Da ist ein Teufelskerl, der Köpke. Welche Erkenntnisse wird nun Berti Fuchs aus dem heutigen Abend gewonnen haben? Er weiß, 15 Mann hat er eigentlich das Ticket so gut wie sicher überreicht. 5 fehlen noch, aber so viele Gleichwertige, wie sich im Moment präsentieren, wird spannend. Ja, ich glaube nicht, dass er aus dem Spiel irgendwelche sportlichen Schlüsse ziehen wird und, oder ziehen kann, weil es ist ein Festtag für den Toni. Und irgendwo gehen die Spieler damit mit angezogener Handbremse zur Sache, ist ganz klar. Am Samstag wartet die Bundesliga, am Donnerstag zum Teil schon. Und aus diesem Grunde ist der Wert, der sportliche Wert dieses Spiels sicherlich limitiert. Tja, weil ich das vorher angesprochen habe, vielleicht kann unsere Regie das gelegentlich mal einfangen. Eben wurde ein Transparent entrollt auf der Gegengeraden. Was genau das unterstreicht, was wir uns vorher so bei der Abschiedsrede von Toni Schumacher schon gedacht haben. Hier sehen Sie es.
bin ich mal gespannt bei der nächsten Wahl des FC Köln, ob er sich wirklich stellt. Andi Möller. Wir haben selten eigentlich so viel Harmonie, trotz aller Rivalitäten, weil natürlich jeder noch mit zur Europameisterschaft fahren will, wie an den beiden Tagen hier erlebt, auch unter den von uns schon mehrfach apostrophierten Meisterschaftskonkurrenten. Und ihn als Chef, gerade Andi Möller oder Matthias Sammer, haben sie mittlerweile längst akzeptiert bei die Fuchs, weil er einfach eine konsequente, harte Linie vertritt. Codino! Also die ganze Erfahrung seiner, ich glaube mittlerweile ist er 37 Jahre ausgepackt und hat er dem jungen Codino den Ball wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vom Fuß gestohlen. Marco Haber. So, wir blicken nochmal auf den Toni. Vielleicht hat er bei diesem Spiel, das unter dem bewährten Unterhaltungsmotto stand, lass dich überraschen, leider nur zwei Treffer brachte, noch einen auf Lager. Das erfahren wir jetzt gleich von Jörg Montora. Der Jörg ist gleich klar. Zunächst mal den Bundestrainer organisiert. Bitte, Jörg. Ganz genau. Die Kamera ist jetzt da oben, aber hier unten haben wir inzwischen auch einen und der Bundestrainer ist auch da. Berti Fuchs, Sie haben gesagt vor dem Spiel, Ihre Jungs sollen mal ordentlich kämpfen und Ihnen auch schon mal was zeigen im Hinblick auf Schweden. Auch die, die, sag ich mal, über den bisherigen relativ festen 15er-Kader hinausgehen. Kalle Rummenigge hat eben als unser Co-Kommentator gesagt, so richtige Aufschlüsse könnte Ihnen das Spiel aber trotzdem heute nicht geben. Ist dem so? Ja, ich habe da eine andere Meinung. Wir haben einige neue Spieler hier gehabt. Es war wichtig, vor allem für unsere beiden jungen Spieler, dass sie diese Atmosphäre einmal kennenlernen in diesem voll besetzten Stadion, die Atmosphäre in der Nationalmannschaft und auch das eine und andere, Maurizio Gardino oder auch die Vorstopperpartie von Michael Fronzek. Das hat schon gefallen. Nun hat es heute, ich will ruhig sagen, den Fall Kirsten gegeben. Lothar Matthäus hat uns erzählt, dass das eigentlich keine Rolle spiele bei der Berücksichtigung für Schweden, weil Ulf Kirsten keinem anderen geschadet hat durch seine Stasi-Tätigkeit. Können Sie das bestätigen? Ja, ich weiß, dass diese Sache schon
die Sache schon lange schwillt und sie kommt ja morgen an die Oberfläche. Ich habe mit Ulf gesprochen. Wir müssen vergessen können, Ulf, wie Lothar schon gesagt hat, hat keinen geschadet und er gehört weiter unserer Mannschaft an. Berti Vogt, schönen Dank. Das Programm geht weiter und da wollen wir natürlich noch zuschauen, weil heute ist der Tag von Toni Schumacher. Liebe Zuschauer, Sie hören es im Hintergrund schon. Der Höhner treten noch einmal für und mit Toni auf. Nach dem alten Beatles-Song Hey Jude haben sie einen eigenen Text auf Toni Schumacher komponiert. Das ist der Abschied aus dem Müngersdorfer Stadion für heute Abend für uns und für Toni Schumacher, zumindest was das Spielfeld angeht, für immer. Schauen Sie hin. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, ein Netzausfall im Müngersdorfer Stadion verursachte die Bild- und Tonstörung, für die wir Sie nochmals um Entschuldigung bitten. Und nun zum Tagesthementelegramm.